Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Wiss! Wiss! Das Kobalium, das ist ein legendäres. Was machst du denn hier? Wann kannst du schön springen? Wiss, wiss! What's going on? Nee. Sobald englische Version draußen ist, spiele ich das einmal durch. Ohne Scheiß. Zwei. Wo die anderen zwei sind. Ich weiß, dass jetzt hier in Black and White 2, dass der dieses vierte Pokémon von diesem vierbeinigen dazukommt. Ach, wie heißt das? Ach, keine Ahnung, dieses kleine Pferdchen da. Das aussieht wie so My Little Pony. Du sagst nichts. Ja, hier könnte ich jetzt Surfer setzen, da käme ich, glaube ich, zu dieser Drachenhöhle. Kann ich überhaupt schon Surfer einsetzen? Das weiß ich gar nicht. Du sagst nichts. Ach, die heilt. Das ist nett. War jetzt nicht so nötig, aber danke. Oh, und das Kind gibt mir sogar was. Super, sind alle, die Weiber sind hier nett. Und der Opa nicht. Ist das was Neues? Ist das was Neues? Lichtstein! Glaube ich. Sieht aus wie Lichtstein. Wenn es was falsch ist, dann schlagt mich. Gucken. Da geht's noch hoch. Jetzt hier noch ein Trainer. Ja, mit zu überlegen, soll ich da jetzt noch hinsurfen? Da vor allem, ich will Bushi nicht Surfer beibringen. Rollum. Der ist jetzt noch Maro, die wir noch vorne haben sollen. Egal. Weil das eigentlich noch gut schaffbar sein. Ja, das ist gut schaffbar. Ja, ich weiß, meine Mimi ist im Anbeißen. Man merkt's. Und dann noch einen Rucksack draufknallen, dann soll's das. Ja, fein machen. Ich weiß, dass ich jetzt. Ich hatte mir nicht vor, das Max-Axe zu holen. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon der Generation, aber. Das ist jetzt gerade ein bisschen nicht schwer zu trainieren und es ist overused. Also es nutzen viele, sagen wir es so. Und wie gesagt, ich will Bushi nicht Surfer beibringen. Ich kann aber sein, dass ich als auf der Box vielleicht noch ein anderes Pokémon habe. Ich habe mit keinem Meryl gefangen, oder? Müsste ich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so alles auf der Box habe, aber ja. Das ist dann erstmal doch egal. Ist ja hier kein 100% dran. Ah, das Ding ist immer noch auf. Das ist. Jetzt komme ich hier hin. Das ist die Elektrohöhle. Ui. Sieht ein bisschen anders aus. Ach, Bell, du erklärst uns das wahrscheinlich wieder mit den magnetischen Steinen. Als ob wir das nicht wüssten. Aber sie weiß es ja nicht, dass wir es wissen. Ja, lauf weg. Noch beeinflusst. Und. Nee, ich muss von der Seite. Nice Effekte. Mal gucken, was da für wilde Pokémon kommen. Wenn ja welche kommen. Es wundert mich gerade, dass wir schon so weit gekommen sind. Und kein wildes Pokémon. Das ist was Neues. Ja, das ist Hyperheiler. Glaube ich. Wird Hyperheiler sein. Ja, ich wollte gerade sagen, keine wilden Pokémon. Oh, das ist scheiße. Klickidi, klick, klack. Will ich nicht. Habe ich jetzt ja noch andere Elektro-Pokémon mit? Es gibt ja bestimmt gleich noch WhatsApp. Finde ich natürlich voll toll, WhatsApp. Ich finde WhatsApp so geil. Es ist so putzig. Oh, so eine Rockerin. WhatsApp! Es ist voll putzig. Ich finde das einfach total knuffig. Ich will darum überlegen, ob ich es mir fangen soll.
habe aber schon mal WhatsApp benutzt. Vielleicht später, wenn ich Flugarena nicht schaffen sollte. WhatsApp oder nicht WhatsApp? Das ist ja die Frage. Auf keinen Fall im Olga. Ah, krieg ich über die Kretze, wenn ich das Vieh sehe. Macht gut. Bravo, Mimi. Natürlich haut es uns noch eine Paralyse rein beim Sterben. Wird dafür auch nicht XP. Para, para, Heiler. Heil, Heiler. Das war Para, Heiler. Nee, das war Gegengift. Okay. Das Stratus-Eis will ich nicht benutzen. So. Ich sehe Mimi wieder heile. Brutzel, brutzel. Brutzel, brutzel. Okay, dann muss ich einmal so und einmal so. Aber erst nochmal zum Item latschen. Und das kommt wieder in den Krankenbeutel. Was dieses Viereck da vorne ist, ist der Krankenbeutel, wo wir hier gerade sind. Dann ist irgendein Item dazugekommen. Aber wenn man merkt, wenn man läuft, dann kommt sofort die Pokémon. Ich gehe mal davon aus, dass das hier irgendwie dieses Klick-Klack, WhatsApp und Zappla-Ding, diese. Was zu diesem Über-Elektro-Pokémon wird, wird Schwebe. Was ich total Schande finde, einfach. Elektro-Pokémon haben nur eine Schwäche und die dann noch mit dieser Fähigkeit zu annullieren, ist so ein Rotz. Ernsthaft. Aber jetzt guck mir nie so niedlich an, sonst fange ich dich gleich wirklich noch. Du bist böse. Immer noch hier gegen den. Ach, hier geht's auch noch lang. Kennst du mich? Doch, wollte gerade sagen, hast du nicht in meine Richtung geguckt oder so? Ich meine, darunter ging es zu einem Item. Wie die mal lachen. Magneton. Sprungkick? Treffen? Ja, du mit X schießt mich tot. Ah, gut, es trifft. Meist noch. Und Rückkehr müsste dann eigentlich ausreichen, oder? Da! Ey, super Mimi. Ganz fein. Oh, Level 36. Und du willst was erlernen? Das ganz gerne. Was ist es? Es ist 70, es hat 100. Genauigkeit. Oh, wie könnte vielleicht erschlagen sein? Werde ich ja mal demnächst gleich austesten. Darüber teste ich mal gleich aus, dass ich Mimi noch kurz vorne. Ja, klar. Einmal gedreht und schon kommt nächstes Pokémon. Ja, das ist gerade ein bisschen doof zum Testen, weil das so viel aushält, aber egal. Probieren wir das mal aus. Ja, Irrschlag, habe ich mir noch fast gedacht. Das ist mit, schlägt es selber? Ich fass es nicht. Ein gegnerisches Pokémon, das sich selber schlägt, wenn es verwirrt ist. So, renn auch weg von dem Austesten. Kommt immer nach vorne. Tü, 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 tü. Ja, Ray, denke ich mal. Einfach weil wegen Schaufler und so. Ja, da. Da ist Item. Und wir haben was gefunden, was Schönes, was zum Spielen. Wieder irgendwas dazu gekommen. Bestimmt wieder irgendein Pokéball. Na, es leckt ein klein bisschen. Aber nur ein klein bisschen. Ich werde mir gleich Schutz reinhauen. Ich werde mir gleich Schutz reinhauen. Allein damit ich die ganzen süßen WhatsApps nicht mehr sehe. Mann. Ist so knuffig. Ist auch jetzt das allerkleinste Pokémon. Irgendwie mit 10 cm hat das was hier auf dem Finger drauf. Das ist so knuffig. Und vor allem ist das cool, wenn das dann
Habe ich schon sehr oft Bilder gesehen, wenn das mit irgendwelchen Pokémon viel Fell. Dann macht es unsere Statik und dann werden sie voll plüschig, die ganzen Pokémon. Das ist so niedlich. Kommt vor allem gut bei so einem Schlappohr. Packst du da mal ein WhatsApp auf den Kopf, puff, die ganzen Ohren total flauschig. Boah, wow, ist das cool. So, jetzt hier. Vorsicht, nirgendwo, dass ich hier an die Seite falle. Der kann da oben bleiben. Ging es da jetzt nur zu einem Item oder ging es jetzt auch direkt weiter? Ach, kann ich eh nicht machen, da komme ich in, dann komme ich von da. Autsch, das tut doch weh. Passiert ja was mit der Brücke, da kam ja früher das Fims-Trio. Da hinten scheint er zu sein. Ja, ganz geil, jetzt hast du nicht gesehen, wer das war. Warte, von oben. Wir müssen noch 100 pro runter. Was sagst du dazu, du Ass-Trainer? Und du hast ein... Oh. Oh. Das ist jetzt cool. Da, Fasersnob. Bin gerade ein bisschen irritiert, ne? Du kannst alle drei angreifen. Du greifst das Klick-Klack an und du greifst das Sandama an. Boah, jetzt kann ich nur hoffen, dass dieses Fasersnob nicht zu schnell ist und ein Manta trifft. So. Ja, du setzt Scanner ein, ist klar. Du müsstest reinrutschen. Nicht weg. Was gibt's da? Aber du bist weg. Auch nicht. Was soll denn der Mist? Oh, das setzt jetzt Schaufler ein. Das erhöht was. Schaufler kann an sich jetzt keinem meiner gefährlich werden. Ja, dann mache ich noch mal auf Fasersnob und Steinnagel, weil es bis jetzt klappt. Ja, Manta, du bist jetzt gerade irgendwie ein bisschen über. Du kannst doch mal Schlitze auf das Fasersnob machen, falls es das aushalten sollte. Ey, war schon ein Volltreffer. Gut, das ist weg. Die Gefahr ist weg. Das war mit, was am meisten hätte Schaden machen können. So, mal sehen, wen das dann da mal angreift. Ah, Bushi, das ist. Boah, ist okay. Und. Ah ja, du kannst jetzt gerade nichts angreifen, weil du bist voll außer Reichweite. Machst du mit Wasserdüse das Sandama fertig, dann haben wir das. Jo. So, Dreierkampf finde ich gut. Finde ich sehr gut. Passt. Besser zu so Reihumkampf. Ich bin jetzt gerade überrascht. Geht das jetzt? Da ist eh nur eine Maudi. Komme ich jetzt noch irgendwo hin? Ja, zu einem Item. Das holen wir uns natürlich auch noch schnell. Das könnte vielleicht neu sein. Runter, 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 runter. Oh, Magnet. Super. Leider keine Elektro-Pokémon mit Elektro-Attacken oder allgemein keine Elektro-Attacken. Ja, ja, ich wollte eigentlich nicht gegenlaufen. Ja, bitte nochmal Schutz. Mal sehen, ob wir die Leute finden, die da gerade gesprochen haben. Von denen kriegen wir noch Nuggets, oder? Ja, das waren, glaube ich, jetzt Nuggets. Mal gucken.
Jo. Ach, einen kleinen, großen. Kleine Kugel, große goldene Kugel. Guck ich mal hier links. Ui. Das war jetzt, glaube ich, hoffentlich noch nicht der richtige Weg. Ja, ist noch nicht der richtige Weg. Das ist, kommt zu einem Item. Bitte, bitte erklärt mir mal einer, was das ist. Fügst du dir irgendwie zum Telefon, zum Telefon hinzu? Und das ist, weil da immer steht Sound Only, weil du von denen keine Bilder hast oder so? So kommt mir das jedenfalls vor. Ganz dringend, das wäre ganz lieb, wenn man mir das sagen könnte. Ampharos. Ja, gut, dass ich gleich vorne habe. Gleich mal einbuddeln. Gut. Hat gepasst. Obwohl er dachte, ich hätte vielleicht Ballon oder sowas, aber so schlau sind die Leute ja nicht. Ja, Mist. Stottek. Donnerschlag. Ah, ich habe einen Beulenhelm. Ich habe gerade gefragt, warum hat es gerade Schaden? Ich habe Ray einen Beulenhelm gegeben. Ach, voll verwundert. Wow, das gab jetzt aber ordentlich. So, okay. Ray ist Level up. Dann packe ich ihn mal nach hinten. Sparen wir mal den Paraheiler, bis wir durch die Höhle durch sind. Hoffe ich jetzt mal, dass kein starker Gegner oder so kommt. Das wäre etwas doof. Und dann kommt Soki nach vorne, ja. Höchster Weiß. Das ist jetzt verarsche. Hier ist nichts. Toll. Nur um jetzt ihre Nummer zu kriegen, wenn es das war. Ich glaube, das ist irgendwas mit Nummern kriegen.